Maman, pourquoi ne suis-je pas née en France? Je me suis trompée de direction. Liebes Barbie, Paris. Ich kann es gar nicht fassen, diese herrliche Stadt. Sie hat sich mir heute aufgetan, größer und tausendmal herrlicher, als ich sie je gedacht. Es geht um die Geschichte eines Pfarrersohns aus Chur, Andreas Walser, der im Alter von knapp 20 Jahren nach Paris zog, um Künstler zu werden. Paris war damals so etwas wie die Geistes- und Sehnsuchtsmetropole der Welt eigentlich, und da wollte er unbedingt hin und hat sich sehr schnell mit großem Erfolg auch in dieses Pariser Künstler- und Literatenmilieu eingeschleust sozusagen. Er hat eigentlich jeden und jede kennengelernt, die damals in dieser Pariser Atmosphäre und diesem Kunst- und Bohemleben wichtig war. Nur hatte er eben ein großes Drogenproblem. Mir ist schwarz vor den Augen. Dann sitze oder liege ich da und sehe meine zitternde Hand und frage mich, warum all das? Und dann fängt es von vorn an. Ich will gehen und dann bleibt etwas. Ein Stück Arbeit eines Menschen, den ich zu leben wusste. Es ist so eine Mischung aus Werk, also Bildern, Zeichnungen, und auf der anderen Seite aus Dokumenten, die halt das auch belegen. Man macht einen Rundgang durch sein Oeuvre sozusagen. Barbie, musst du nicht im Stillen lächeln über meinen verrückten Mut? Ich denke so oft an dich. Und die Barbie Hunger ist eben diese junge Frau, die er Chur kennengelernt hat damals, mit der er sich sofort sehr angefreundet hat. Und die war, das war sicher aus ihrer Sicht so etwas wie Liebe im Spiel, bei ihm eigentlich auch. Aber da er homosexuell war, hat das halt auf der Ebene nicht funktionieren können. Doch hier ist es tausendmal schöner. Sitzt und spricht über das und jenes, wohl meist über Malerei. Es ist einfach toll, dass man über so eine Arbeit, so ein Werk kennenlernen darf. Also erst über das Buch und über den Film von Heinz Büttler, die beides hervorragend ist. Und ich habe immer wieder den Namen gehört, aber ich habe sein Werk absolut nicht gekannt. Und ich mag es unentwegt zu rauchen. Mit dem Rauch entschwindet mein Leben. Mein Körper ist nicht mehr und der Geist herrscht. Also das ganze Spektrum seiner Zustände spiegelt sich sowohl in den Dokumenten, in den Briefen, also in den Schriftbildern, aber auch im Werk, nicht? Sie können auch nicht erwarten, so schnell gesund zu werden. Sie werden sich erst besser fühlen, wenn Sie 3 Wochen lang ohne sind. Kirchner hat sofort erkannt, dass das jemand ist, der große Fähigkeiten hat. Das war mit ein Grund, warum er sich auch so für ihn eingesetzt hat. Der andere Grund ist, dass Kirchner selbst Morphinist war und natürlich wusste, was da mit dem Walser passieren könnte, wenn er auf diesem Gleis weiterfährt. Und so entsprechend hat er versucht, ihn davon loszukriegen. Ich sah es ja kommen, aus seiner Schrift. Aber alle meine Briefe an ihn haben nichts genützt. Für mich eine starke Sohn-Vater-Geschichte eigentlich. Zum Teil wirklich manchmal freudianisch, habe ich den Eindruck. Und er wollte ihn retten. Er hat gewusst, das kann ein ganz großer werden. Und das war für ihn alleine schon der Grund, ihn zu retten. Ich bin froh, dass Sie mir geschrieben haben. Denn auch auf mir liegt die Sorge um den armen Jungen schwer. Il y a toujours des gens qui sont faits pour la vie, et quelques-uns qui ne vivent que pour la mort.